Ja, hallo aus Quickborn, hier ist wieder Hannelore Drews von der Hobby Company. Und heute habe ich was ganz Besonderes dabei, und zwar Schwammrollen. Wir hatten kürzlich Teamtreffen hier in Quickborn, so ein ganz kleines. Und ja, das haben wir einfach mal hier zusammen nochmal so ein bisschen ausprobiert. Das ist ja keine neue Technik, aber es bringt doch unheimlich viel Spaß. Und wenn man erst mal dabei ist, dann kann man irgendwie auch gar nicht wieder aufhören. Okay, was brauchst du dazu? Also du brauchst ja nur die Schwammrollen. Und zwar sind im Paket immer zwei dieser Griffe und insgesamt vier Ersatzrollen. Also du kannst ja, vier Farben praktisch damit so ohne weiteres bedienen. Die Schwämme kannst du natürlich auswaschen, ganz normal unter Wasser. Sie werden jetzt nicht hundertprozentig sauber, gerade wenn jetzt Rot da drin ist, aber sie färben nicht mehr ab. Also kann man super verwenden. Ja, wozu kannst du das verwenden? Für alle möglichen Sachen. Und zwar zeige ich dir mal, was wir hier so gemacht haben, beziehungsweise was du so damit arbeiten kannst. In der Celebration-Aktion haben wir zum Beispiel zwei Papiersets mit, ja, die weiß sind und dann so Metallic, Kupfer und Silber. Und da kannst du ganz simpel, also ich habe mir hier drei Farben hergestellt, das ist das Osterglocke, Jade und Himbeerrot. Ich finde, die eignen sich super dafür, also ein Gelb, ein Blau oder Grün. Blau ist eigentlich am besten, weil dann Gelb und Blau ergibt dann wieder ein Grün. So hast du also gleich automatisch ein paar mehr Farben. So, und wenn du jetzt mit dieser Schwammrolle darüber gehst, ich habe das hier nur ganz leicht, also dann siehst du hier schon, wie sich das toll verfärbt und da super schöne ja, Farbverläufe entstehen. Ganz toll, wenn ich jetzt mit dem Jade über das Himbeerrot geht, entsteht wieder so ein schönes Lila dabei. Also richtig, richtig toll und es bringt unendlich viel Spaß und du kannst ganz viele Hintergründe damit machen. Also, wie gesagt, in der Celebration-Aktion findest du hier unsere tollen Papiere. Also einfach mal gucken. Dann haben wir im Jahreskatalog ja so lasergeschnittenes Papier. Das ist auf der Seite 169 und da sind sechs Bögen in 12x12 und ja, diese Bögen kannst du zerschneiden oder was du auch immer damit machen willst. Es sind zum Beispiel so Rahmen damit drin. Die sind immer so mit Metallic so ein bisschen, so permuttartig von der einen Seite und von der anderen Seite weiß. Also da kann man richtig toll mit spielen. Die habe ich hier alle so ein bisschen zerschnitten. Hier auch so Kleinigkeiten. Und da kannst du auch ganz einfach, ich nehme mal hier diesen Rahmen, mit der Schwammwalze rübergehen. Und ich mache mal die Ecken noch mal ein bisschen anders. So. Das ist ja auch mal ganz witzig. Die mache ich noch mal mit. So. Und dann noch mal das Himbeerrot da drauf. Und hier kommt die Farbe auch noch mal mit hin, so dass wir eine bunte Ecke haben. So, also jetzt hast du einen ganz bunten Rahmen, aber ganz zart natürlich. Je doller die Farbe in deinem Stempelkissen ist, so stärker wird sie halt natürlich auch aufgetragen. Auf dem Weißen kommt es natürlich noch ganz anders raus. Da wirkt die Farbe auch noch ganz anders, ganz klar, weil Weiß ist ja immer ganz neutral. Also das siehst du jetzt im Gegensatz zu diesem, ist also schon ein ziemlicher Unterschied. Ja, und damit kannst du ganz, ganz toll spielen. Ich habe hier mal einen Teil daraus genommen. Das ist so wie Pusteblumen, sage ich mal. Und ja, diese Karte macht glücklich. Und du siehst, es ist auch wirklich ganz zart, nur ja, so wie du das halt magst. Ganz witzig. Dann haben wir, ach, hier sind auch noch so ein paar Teile, kann ich dir auch noch mal zeigen. So, und wenn du mal irgendwann sagst, ah, das ist nichts geworden, dann kannst du immer noch eine Stanze nehmen und die einzelnen Teile ausstanzen. Auch das sieht ganz super schön aus, ein Kreis oder was du auch immer hast. Ja, dann haben wir
auf der Seite 181 im Jahreskatalog, jetzt 2019 bis 20, haben wir diese Schablonen. Das ist einmal hier so ein Ornament, dann so, ja, sowieso so eine Steinwand. Dann sind das hier so Rauten und dann noch die Wolken. Die finde ich natürlich besonders schön. Und die habe ich auch ausprobiert. Das heißt, ich habe die anderen Sachen auch ausprobiert. Mal gucken, hier das zum Beispiel. Also auch ganz toll als Hintergrund zu nehmen. Und die Wolken habe ich hier zusammen mit dem Set Glücksregen mal so ein bisschen in Szene gebracht und die Wolken habe ich dann auch ganz bunt gemacht und dann dementsprechend auch die Schirme da drauf gesetzt, also Glücksregen für dich. Also finde ich auch eine ganz, ganz tolle Sache. Wie gesagt, die findet ihr auf der Seite 181. Einfach mal gucken, das geht häufig unter. Dann habe ich auch Verpackungen damit gearbeitet und zwar einmal hier unsere Pizzabox, wobei ich da finde, die ist ja ganz matt auch. Das wirkt so ein bisschen schmutzig, wenn ich da drauf gehe. Und hier habe ich das jetzt, habe ich einfach Versamark mal drüber gerollt und dann klar, das Embossingpulver in klar und dann verschmolzen. Dauert ein bisschen, weil das doch eine große Fläche ist. Aber dann sieht es auch schon wieder anders aus. Und ganz toll fand ich unsere Donutschachtel. Das ist diese hier, die ist ja weiß und die ist so ein bisschen beschichtet auch von der Außenseite. Trocknet ganz schnell und ich finde, das sieht auch total schön aus. Richtig toll, ne? Ja, was habe ich noch ausprobiert? Und zwar finde ich ganz toll unsere Tüten. Und zwar haben wir ja hier diese Tüten, die sind auf der gleichen Seite wie die Donutverpackung auf der Seite 173. Unbedingt mal gucken. Die sind ja weiß mit Kupfer und das sieht auch super schön aus. Ich zeige es dir mal. Also, ich starte in der Regel mit Gelb, also immer mit der helleren Farbe. Dann kannst du, da kannst du gut drüber gehen. Das ist dann gar kein Problem. Wichtig, immer irgendwas drunter legen. So, eigentlich kann ich auch ganz und gar rüber gehen mit dem Gelb. Das ist auch egal. So, dann nehme ich das Jade dazu. Und roll jetzt die immer schön so ganz rüberrollen, damit das auch überall ist. So, und du siehst schon, wenn ich jetzt hier das Gelb mit dem Jade vermische, dann ergibt das so ein Grünton. So, da nochmal so ein bisschen hin. So, du kannst auch immer noch im Nachhinein nochmal rüber gehen. Wenn du sagst, ach, das gefällt mir noch nicht so, dann gehe ich häufig mit Gelb nochmal rüber. So, und dann kommt das Himbeerrot, was also sehr dominant ist, wie ich finde. Da muss man immer ein bisschen aufpassen mit der Farbe, dass da nicht zu viel wird. Aber du siehst schon, wie toll bunt das Ganze wird. So, ich würde da jetzt auch nochmal mit dem Gelb rüber gehen. Dann wird das Himbeerrot auch noch so ein bisschen ja, Richtung Orange. Also du siehst ganz tolle Farben dabei hier. Das könnte ich jetzt noch ein bisschen ausarbeiten, damit es nicht ganz so streifig ist. Ja, auf jeden Fall wird das total schön und es bringt wahnsinnig viel Spaß. Ich habe schon eine Tüte fertig, die kann ich dir mal zeigen. Und zwar habe ich da eine Bodentüte draus gemacht. Und das Ganze hier in Verbindung mit dem Set Osterschatz, muss ich gleich dazu sagen, das ist schon sehr niedrig im Lagerbestand. Also nicht zu lange warten, wenn du das noch gerne haben möchtest. Und dann hier ja den Hasen mit drauf und dann habe ich hier aus unseren Stickmotive nennt sich das, glaube ich, die Stanzform, das kleine Oval genommen. Das sollen jetzt Eier darstellen. Ich finde, das passt so ein bisschen. Und eine total schöne Tüte, ja, eine kleine Klemme drauf. Und ja, schon ist das fertig. Und wenn du sagst, ach nö, so bunt gefällt mir das nicht, du kannst das natürlich auch nur in Himbeerrot machen. Ja, auch das geht. Es geht auch noch gleichmäßig, aber ich finde das so ein bisschen... Und ist so ein bisschen changiert, ganz toll.
Also du siehst, du kannst ganz tolle Sachen da draus machen. Und ja, das ist einfach mal wieder so was ganz Schnelles und ganz Einfaches. Vielleicht gerade jetzt in dieser Zeit, wo alle ja, sich auch so ein bisschen überlegen, was mache ich denn jetzt? Vielleicht hast du auch Spaß daran. Ja, was kannst du noch machen? Du kannst auch zum Beispiel mit Washi-Tape abkleben. Das ist auch noch eine tolle Sache. Muss ich dir auch noch mal unbedingt erklären. Dabei musst du unbedingt darauf achten. Also ich habe hier verschieden breite Streifen genommen, dass es nicht zu doll klebt. Dann sonst ziehst du das Papier mit ab und ja, dann geht es halt kaputt. Das wäre nicht so schön. Also immer noch mal auf die Haut, auf die Jeans oder Pullover geben, damit es nicht mehr ganz so stark klebt, und dann kannst du es abkleben. Du kannst dir selber Motive ausstanzen, nehmen mal verschiedene Kreise, Quadrate oder was du auch hast und leg die dann halt verschieden auf. Das ergibt so tolle Möglichkeiten und so tolle Hintergründe. Ich bin ganz sicher, dass du total begeistert sein wirst. Ja, das war es jetzt also wirklich hier aus Quickborn und ich wünsche dir eine tolle Woche. Bleib unbedingt gesund und wir sehen uns. Tschüss!